Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Heidi, und ich möchte heute als erstes mit euch diese Karte basteln. Die habe ich ja wieder im Short gezeigt. Hier kann man dann wieder schön was reinschreiben. Und wie diese Karte geht, die ist auch nicht schwierig, das zeige ich euch jetzt. Die stelle ich mal hier rüber. Ich mache das Ganze mal größer. Hier sieht es aus, weil ich habe hier heute noch was anderes gebastelt. So, was habe ich genommen? Ich habe ja die... Ich komme immer wieder an die Kamera. Jetzt muss ich das mal so machen. Entschuldigt. Diese Umschläge mit den Karten, die sind noch vom Action. Da nehme ich mir so eine Karte. Und ich habe jetzt gar nichts vorbereitet hier. Wir machen einfach mal zusammen. Und diese Karte, ich sage euch die Maße, damit ihr das auch nachbasteln könnt, wenn ihr diese Umschläge nicht habt. Diese Karte hat die Maße 26 x 13 und wird auf der langen Seite bei 13 cm gefalzt. Und dann habt ihr diesen Rohling. So, was habe ich dann gemacht? Ich habe bei dieser Karte hier dieses Glitzerpapier genommen aus diesem Block. Und das war dieses hier. Und jetzt möchte ich eine andere Farbe nehmen, und zwar aus diesem Block. Und zwar gleich dieses oberste, dieses hier. Mal gucken, wie das dann wirkt. Die stellen wir mal wieder auf. Da nehme ich mir jetzt zwei Blätter raus, weil ich muss ja auch gleich noch den Weihnachtsstern ausstanzen. So, das lege ich mir mal hier rüber. So. Nochmal, da diese Karte 13 mal 13 ist, schneide ich jetzt hier ein Stück aus in den Maßen 12,5 mal 12,5. So. 12 mal 12,5. Ich schreibe euch die Maße wieder unten rein, wenn ich mich jetzt hier wieder verquatsche. Und die kommt als Auflegekarte später hier so drauf. Ja, die glitzert schön, ne? So, was habe ich dann gemacht? Ich brauche jetzt ein Stück weißes Papier. Also erst das und dann noch ein Aufleger in Weiß. Da muss ich jetzt einen neuen DIN A4 Bogen anfangen. Und dieses Grundweiß kaufe ich mir immer. Das ist das hier. Das kaufe ich mir immer bei Stamping Up. Jetzt habe ich wieder meine Karte umgeschmissen. So. Da ich das in 13, 12,5 mal 12,5, mache ich das jetzt 12 mal 12. Das lege ich mir mal hier rüber. 12 mal 12. So. Und das kommt gleich hier drauf. So, das legen wir jetzt uns an die Seite. Dann habe ich ja diesen Block. Wir haben ja letztens eine Karte gebastelt mit diesem Vögelchen, die ich hier hinten raus habe. Und ich freue mich, dass das wirklich immer doppelt ist, damit ich euch das zeigen kann. Diesmal habe ich mir diesen Vogel hier rausgetrennt. Und das mache ich jetzt hier auch. So, schaut ihr, was ihr für Motive habt. Ihr könnt auch eins ausschneiden. Es gibt ja so tolle Blöcke. So. Diesen hier. Da habe ich zwei Stanzen. Was ich jetzt erstmal machen werde, diese beiden Stanzen, ich werde euch jetzt erstmal den Durchmesser sagen und gucke, ob ich wieder so Alternativen finde, die ich da euch dann unten wieder verlinke. So. Die hat einen Durchmesser auf der langen Seite mit Rand von ca. 11 cm und in der Mitte einen Durchmesser mit Rand von ca. 9 cm. Und die etwas kleinere hat circa 9,6 mal 7,7. Jedes Mal mit Rand.
So, jetzt brauche ich mein Big Shot. Die hole ich mir eben hoch. Die habe ich immer hier unter dem Tisch stehen. Gucken, ob der Platz ausreicht. So. Und da werden wir jetzt stanzen. Das passt genau hier rein. Dann nehme ich mir meine zwei Ringe. Die lege ich jetzt, ich muss euch glaube ich echt höher holen damit, oder mehr hier hin, damit ihr das seht. Also die beiden lege ich hier rauf, dass das ungefähr, ich könnte das jetzt wieder mit Washi-Tape fixieren, aber ich bin da irgendwie ein bisschen zu faul zu. Das könnte dann halt schief werden. So, dann lege ich mir das zusammen und kurbel das durch, damit ich so einen Rand bekomme. Und nochmal zurück. So, mache ich das mal raus. Und hier auch. Und dann habe ich diesen Rand. Gut. Jetzt können wir uns schon mal, weil ich das Papier gerade in der Hand habe, den Weihnachtsstern nehmen. Den verlinke ich euch auch nochmal, die Stanzen. Dann nehme ich den großen und den kleinen und stanze mir das auch nochmal durch. Ups. Nochmal. Eigentlich lässt sich das Papier ziemlich gut ausstanzen. So. Hier ist meine Stanze am Brett. Und dann drücke ich mir den Weihnachtsstern vorsichtig raus. So, da haben wir einmal den kleinen und dann machen wir den großen noch. So. Den auch noch vorsichtig raus. Hier hängt noch was mit dran. Und dann haben wir den großen. Gut, jetzt brauche ich noch einmal die Big Shot. Und zwar schaue ich mal, ob das auch so gepasst hätte. Nein, seht ihr, das ist nämlich zu groß. Also habe ich das so gemacht. Ich habe das Vögelchen genommen. Die etwas kleinere Stanze. Dann habe ich geguckt, wie ungefähr das Motiv drauf sein soll. So. Und dann habe ich mir das nochmal ausgestanzt. Und dann haben wir das so. Gut. Die Big Shot kann weg. Stellen wir mal wieder nach unten. Die ist echt schwer. So, und dann passt nämlich das nachher hier. Jetzt kann ich euch noch wieder tiefer holen. Das passt nachher hier richtig schön rein. So, was habe ich dann gemacht? Ich habe als nächstes erstmal meine Karte zusammengeklebt. Ich habe da jetzt Flüssigkleber genommen, aus dem Grund, dass ich noch ein bisschen schieben kann. So, nehme wieder den ersten Aufleger. Mach mir da Flüssigkleber drauf. Ihr könntet auch doppelseitiges Klebeband nehmen. Die Klebepunkte. So.
Und dann klebe ich mir die hier drauf, gucke, dass ich ungefähr die gleichen Abstände bekomme. Ich hole euch noch mal ein bisschen hier rüber. So. Gehe immer erst mit dem Finger drüber und dann mit dem Falzbein. So. Wenn wir das haben, nehmen wir unseren weißen Aufleger. So, da mache ich mir jetzt auch wieder Flüssigkleber drauf. Und den klebe ich mir auf meinen ersten Aufleger. Schaue, dass ich da auch wieder so ungefähr die gleichen Abstände habe. Und gehe dann, nachdem ich mit der Finger drüber gegangen bin, nochmal mit dem Falzband drüber. Und dann sieht unsere Karte erstmal so aus. Das glitzert jetzt schon schön. Was habe ich jetzt gemacht? Bevor ich überhaupt jetzt hier den Vogel und den Rand draufgeklebt habe, jetzt werde ich erstmal einen Schluck trinken, habe ich mir einen Stempel genommen und da, seid ihr ziemlich böse, und zwar steht da drauf Weihnachtszeit, aber da stand vor drauf, gerade gucken, was steht denn hier nochmal, das ist jetzt so klein, ich muss mir das gerade mal, schöne Weihnachtszeit. Aber das ist eine andere Schrift, die war hier mit dran, ich habe es einfach abgeschnitten, weil ich wollte die gleiche Schrift haben und Weihnachtszeit nur reicht mir auch. Kann man aufheben, also ich werde den auch aufheben, aber ich wollte das abgeschnitten haben. Ich hätte es auch so machen können, ich hätte so einen Stift nehmen können, nur die Weihnachtszeit draufschreiben können und hätte es dann bestempeln können. Aber ich wollte das abhaben. Ich habe es einfach abgemacht. So, dann habe ich mir ein schwarzes Stempelkissen genommen. Ich finde es immer lustig, wenn ich hier ein Video drehe und hier oben steht dann, jetzt war es Gabriele, Nachnamen sage ich jetzt nicht, möchte Bastel für jedermann betreten. Das ist süß. Da gucke ich gleich nach. So. Und dann, jetzt mal gucken, dass ich nicht. Dann habe ich mir den ziemlich hier unten in die Ecke gesetzt. Ich hoffe, er wird was. Ich halte es immer etwas, damit sich die Farbe mit dem Papier verbindet. Ganz okay. So, dann habe ich hier so, diesmal nicht mein Stempelkissen, trotzdem so ein Reinigungstuch. Hoppala, der ist so kurz. So, das machen wir wieder weg und dann haben wir erstmal das. So, ihr Lieben, dann habe ich erst den Kreis draufgeklebt, drumherum Kleber gemacht. So ein bisschen so drauf machen. So. Ich weiß jetzt nicht, wo ich meine Pinzette hingelegt habe. Wir machen es jetzt ohne Pinzette. Das habe ich halt vorher gemacht, damit, wenn ich das jetzt so drauf geklebt hätte, hätte ich vielleicht den Stempel nicht mehr drauf gekriegt. Und deswegen mache ich mir den jetzt so hier rüber, drückt den erstmal wieder leicht mit dem Finger an und gehe dann wieder mit dem Falzbein drüber. So, dann nehme ich mein Vögelchen, nehme mir Klebepunkte, die habe ich von Stamping Up. Da bestelle ich, glaube ich, alle 2 Monate, wenn mein weißes Papier ausgeht und dann gucke ich, was ich noch brauche. Also bei da kaufe ich wirklich nur jetzt das, was ich als Grundmaterial brauche, wie das weiße Papier oder diese Klebepunkte, weil die sind echt gut.
Natürlich schaue ich auch durch, ob irgendwas Neues dabei ist, was mir gefallen könnte. So. Da habe ich mir 5 Stück. Mach die Folie ab. Ihr könnt das mit jedem beliebigen Motiv machen. Ich habe mir heute geguckt, ob ich so eine Weihnachtslandschaft habe, die ich hätte ausstempeln können oder ausstanzen können. Habe ich nicht. Da werde ich demnächst mal drauf achten. So, dann lege ich es erst hier unten an und gehe dann vorsichtig rein. Dann hat das Vögelchen so eine leichte Erhöhung hier drin. So. Eigentlich wäre so die Karte schon fertig. Aber ich wollte diesen Weihnachtsstern noch drauf haben. Den haben wir uns ja gerade auch noch ausgestanzt. Ich gehe damit wieder übers Falzband, halte das so in der Mitte fest, nicht, dass mir das abreißt, drücke das etwas und gehe dann mit dem Falzbein, vielmehr mit den Blättern über das Falzbein und mache mir den hier hin. Und da brauche ich wieder, da will ich meine Reste verwerten, so, meine Schere, hallo. Doch, da ist sie. So, da schneide ich mir jetzt ein Stück ab. Ups. Wo ist es hin? Da hinten. Und da mache ich mir in die Mitte da was hin. Ziehe mir dann nochmal die Trägerfolie ab. Und klebe mir das hier so drauf. Und jetzt mache ich das noch mit dem Kleinen. Wieder die Blätter über das Falzbein in der Mitte mit Daumen und Zeigefinger festhalten. Und drüber. Dann mache ich das genauso und nehme mir wieder ein. Hier ist auch noch wieder so ein Rest. Den klebe ich mir hier drauf. Trägerfolie ab. Und versetzt auf den ersten. Ist auch eine tolle Farbe, ne? Wir schauen sie uns gleich mal gegenüber an. So, da hatte ich jetzt so weiße Punkte, die habe ich jetzt nicht mehr. Da werden wir jetzt diese silbernen benutzen. Da setze ich mir ein in die Mitte, so, und 2 hier auf die Seite. Und schon haben wir unsere Karte fertig. Hoppala. Aber in einer anderen Farbe. Schaut mal, ist das glitzert. Weihnachten muss glitzern, ne? So sieht die aus, die wir jetzt gerade zusammen gemacht haben. Hier könnt ihr richtig viel reinschreiben. Und das ist die andere Farbe. Die glitzert auch richtig toll. Mir gefallen wirklich beide Farben. Die sogar ist, glaube ich, besser. Wenn ich das so schräg halte, seht ihr das richtig, ne? Ihr Lieben, fertig sind sie wieder. Gefällt mir. Aber ich muss echt mal gucken, dass ich mal Blöcke kriege. Da achte ich wirklich, das nimmt mit so Winterlandschaften. Na. Ihr Lieben, das sind jetzt erstmal diese beiden Karten. Ich habe ja heute noch was gebastelt, aber ich weiß nicht, ob ich diese Box heute mit dem Fenster noch schaffe. Also das kann ich euch jetzt nicht versprechen. Kann sein, kann aber auch erst sein, dass wir die Tage basteln. Weil ich habe immer Ideen und dann möchte ich die gerne umsetzen. Dann zeige ich euch immer schnell den Short und dann gucke ich immer, wie die Zeit reicht. Die gefällt mir echt besser von der Farbe her. Schaut mal. Beide gefallen sie mir eigentlich. Ihr Lieben, bis bald. Eure Heidi, schön, dass ihr immer dabei seid und das Video bis zum Schluss geschaut habt. Ciao!